Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von meinem Kanal. Ja, Video hat länger gedauert als erwartet. Ich hoffe, dass ich das demnächst wieder ein bisschen besser, ja, managen kann und dass ich meine Zeit mir auch besser einteilen kann. Ja, das hört auch mein Chef jeden Tag und jetzt hört er mal auch YouTube. Aber so ist das eben. Ja, doch ein bisschen verspätet. Ich hatte tatsächlich vor jetzt, ja, 10 Tagen, 9 Tagen, je nachdem, Geburtstag. Jeder kann sich das selber ausrechnen, vielleicht, an welchem Tag ich geboren bin tatsächlich. Und meine allerliebste Frau hat dann also mit meiner Hilfe, weil sie hätte natürlich nicht erkannt, welche Figur mir noch fehlt, mir die gute Antra von der Masters of the Universe Revelation Reihe aus der Masterverse Reihe zum Geburtstag geschenkt, die sie bei Smith entdeckt hat. Ja, das war die einzige Figur, die ich noch nicht habe. Leider noch immer ist es so, dass, schauen wir uns mal die Rückseite an, dass ich bei der Wave mittlerweile ja tatsächlich drei Figuren meine eigenen nenne. Aber Fisto, der eigentlich finde ich schon am coolsten, naja, was ist am coolsten? Die ganze Wave ist nicht so schlecht. Jedenfalls Fisto finde ich recht gut gelungen und der fehlt mir noch. Ja, hier hinten ein recht unspektakuläres Artwork, Cardback, Verpackungsrückseite von Antra. Also Antra, das ist ja ein bisschen eigenartig. Nicht wie die Revelation-Serie angekündigt wurde, haben sich ja einige gefreut, weil hier die ersten Hauptrollen mit Sprechern vorgestellt worden sind, eben unter anderem Antra, weil die kenne auch ich jetzt nur bedingt, nicht? Die kam doch in irgendwelchen UK-Comics vor, noch mit anderer Hautfarbe. Ja, soll mir recht sein, wenn man einen unbekannten Charakter ein bisschen neu designt, ja, wenn das die Verantwortlichen für besser halten. Ja, natürlich lässt sich immer wirklich vorbildlich darüber streiten, warum man dann nicht einen komplett neuen Charakter designt. Ja, das ist ja ähnlich wie diese ganzen Unkenrufe nach einem weiblichen James Bond. Ich rufe, weiß ich nicht, wir rufen mir auch nicht nach einer männlichen Lara Croft, ja, oder eben auch ein weiblicher Indie, das ist ja auch schon oft wieder ein Thema gewesen. Also sei es jetzt, ich möchte mich auf diese Diskussion nicht einlassen, sei es sowohl von der Hautfarbe als auch vom Geschlecht, ja, welches der vielen tausend Geschlechter, die es ja mittlerweile auch gibt, es dann auch werden würde. Gut, so viel zum politisch korrekten, schrägstrich inkorrekten Inhalt. Gut, zurück zur Verpackung. Ja, Anfang mit ihrer coolen Schutzmaske schaut schon sehr Star Wars-esk aus, finde ich eigentlich. Ja. Ist halt doch immer wieder, ja, Star Wars ist halt auch eine Nummer, trotz all dem, was in den letzten Jahren passiert ist. Ja, wir werden sie dann jetzt gleich mal unboxen und uns die Dame anschauen, weil die Damen sind ja überhaupt sehr gut gelungen in der Line. Ja, hier steht wieder auch Antra und ja, die Verpackungsrückseite, da gibt es eigentlich jetzt nicht viel zu sagen. Gut, dann walte ich meines Amtes und versuche, ohne dass ich hier Kameraaufnahme zu sehr störe. Das ist ja auch ein bisschen ein Nachteil, nicht? Nicht diese Masterverse-Verpackungen stehen ja in dem Ruf, ja, dass sie wegrutschen. Nein, aber dass sie wieder verschließbar sind, nicht? Und das stimmt ja nur insofern, weil sie leider Gottes nicht gut halten. Also sobald hier, wie ich es gerade jetzt gezeigt habe, das Dixo-Band oder das Tesa-Band, glaube ich, sagt man in Deutschland auch, weggeschnitten ist, nicht, wenn ich sie wieder zumachen möchte. Vor allem, die schaut ja wirklich gut aus, die Verpackung mal. Ja, meistens, wenn ich sie über Amazon bekomme, ist die ein bisschen eingedrückt. Und wenn man jetzt hier, wenn man sie richtig gut zumacht, ja, Vorführeffekt, die hält sogar. Aber ganz viele, und dieses Eck hier, das ist eigentlich meistens, ja, das ist bei all meinen Masterverse-Figuren ist das hier beschädigt. Das ist auch auf der Seite, das ist einfach systemimmanent. Die Verpackung ist einfach nicht gut gelöst. Ja, ich weiß schon, das ist teilweise ein Standard geworden. Und von der Farbgestaltung sage ich gar nichts, weil da habe ich mich ja schon geäußert. Da finde ich ja die 40 Jahre He-Man-Figur super designt. Also die Verpackung, die Figur ist ja auch wieder Masterverse-Klump. Ich bin ja sehr unzufrieden, was das grundsätzliche Tooling und die Teile betrifft. Ja, schauen wir uns die Lady mal aus der Nähe an. Was ist denn das? Sind hier schon
Sind hier schon die Motten eingefallen? Na, hoffentlich nicht, oder? Das wäre natürlich sehr blöd. So, ein bisschen scharf stellen. Ja, wieder für meinen Geschmack zu viele Wechselhände. Und hier ein sehr Boba-esque-artiger ja, Apparatus mit entsprechendem Blaster-Effekt. So, ich werde jetzt kurz weitere Schnitte vornehmen, nämlich vor allem auch am Video, und werde kurz die junge Dame hier aus der Verpackung befreien. Bis gleich. Tja, und was soll man sagen? Antra, ja, reiht sich lückenlos in die bisherigen erschienenen Figuren der Damen ein und weiß wieder außerordentlich gut zu gefallen. Aus welchem Grund auch immer, sozusagen, ja, der Autofokus sieht's nicht so wie ich, ja, der will sich lieber auf den Hintergrund einstellen. Tolles Gesicht wieder, ja, muss man sagen. Also für ein Püppchen, Actionfigur, ist das wieder sehr gut gemacht. Und auch mit dem lustigen Umhang. So, jetzt flippe ich gleich aus, weil die Kamera ungefähr, ja, mit um das Geld der Kamera kann ich mir circa 200 Andros kaufen und trotzdem funktioniert es nicht. Ja, so, das liegt aber wirklich im Hintergrund. So, ja, hier sieht man, ich weiß nicht genau was, es dürfte irgendein Schmutz sein auf dem Schal, ja. Und hier sehen wir, das finde ich halt wirklich schon sehr Boba-esque-artig. Ich habe den Blaster-Effekt jetzt draufgepappt, ja. Und sie steht auch, finde ich, viel besser. Sie erinnert mich hier vom Design her und auch, wo ist denn der Wechselkopf hier? Es erinnert mich ja sehr an Bush oder Bausch, nein, Bush sagt man nicht, der Kopfgeldjäger von Leia in Episode 6, an den sie sich, als diese sich verkleidet. Ja, ich habe das auch schon mal besser drauf gehabt. Vor allem, ich wusste auch mal, welche Spezies der angehört hat. Gut, weiß ich jetzt alles nicht. Was mir nicht ganz klar ist, so, schauen wir das nochmal. Also, wie gesagt, es sind hier vier Wechselhände. Das brauche ich alles nicht. Das nervt mich eigentlich, ehrlich gesagt. Ja. Und wir machen mal hier Folgendes: ein bisschen die Arme anders. Vielleicht noch kurz die Rückseite. Der Umhang ist doch recht aufwendig gemacht für Stoff. Ich bin bis jetzt eigentlich unsicher, ob ich Stoff brauche. Ich würde fast sagen, nein. Diese fetten Plastikumhänge brauche ich irgendwie auch nicht. Aber für diese Größe, und ich bin ja mit Star Wars aufgewachsen in den 80ern, die ja noch alles aus Stoff hatten, dann hatten sie ja plötzlich beim Remake quasi in den 90ern alles aus Plastik, war ich sehr enttäuscht. Und jetzt bin ich aber doch der Meinung, für kleine Figürchen eignet sich Stoff besser als für so große. Ja? Ist aber natürlich Geschmackssache. Aber man kann natürlich auch darüber streiten, ob die Damen echtes Haar haben sollten. Ich finde auch nicht. Ich finde das hier besser. Ja, und man sieht es ja hier auf der Rückseite. Man kann ja hier diesen Look auch machen. Wir werden das dann gleich ausprobieren. Ich befürchte ja, es wird mir nicht gelingen, weil wenn man nämlich hier so schaut, zack, 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 ja, also sie geht fast unter bei mir, wenn ich versuche, das so drüber zu ziehen. Schaut irgendwie doof aus, nicht? Also, das, und sie schaut auch wieder Masterverse typisch nach unten. Und jetzt liegt sie auch am Boden. So, ich werde jetzt kurz den Kopf wechseln und dann schauen wir uns das Ganze noch einmal an. Es gibt ja Leute, die diese Masterverse-Figuren wirklich ganz toll in Pose bringen können. Ich kann es nicht, ich bin schon froh, wenn sie stehen. Und hier sieht man jetzt, also ich habe das jetzt ein bisschen hingefriemelt. Ja, schaut halt schon sehr nach Star Wars aus, jetzt gar nicht negativ gemeint, sondern wertneutral. Ist ein cooles Design. Was ein bisschen schade ist, ist eigentlich, dass dieser Helm ein Wechselkopf ist und dass der Helm nicht über ihren echten Kopf passt. Ja? Das wäre ein bisschen, würde ein bisschen, ja, ich sag mal, zur Immersität beitragen. Ja, hier wie gesagt, Antra. Und eben, wer auch mit den Ladies nichts anfangen kann, solche Sammler soll es ja auch geben, kann sich diese Figur halt in der Variante mit dem Helm, ja, weiß ich nicht, ja, als Bösewicht, als Hintergrundfigur, als Kopfgeldjäger, als was auch immer aufstellen. Eine wirklich wieder sehr gelungene Figur und das sage ich als Masterverse-Kritiker. Ich bin ja gespannt, wie das alles so weitergeht. Die Origins, es wurden ja ganz, ganz viele News, ja,
vor 2, 3 Wochen angekündigt, also neue Figuren meine ich damit, habe ja auch entsprechend die Videos darüber gemacht. Ich kämpfe noch immer damit, die letzten Origins Wave zu komplettieren oder überhaupt zu bekommen. Da muss ich mal schauen, wie ich das anstelle. Naja, egal, lange Rede, gar keinen Sinn. Vielen Dank fürs Zuschauen, habt eine gute Zeit, bis zum nächsten Mal und sammelt weiter. Tschüss.